Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Parker, mal wieder live aus Berlin. Und so viele haben mich gefragt, ob ich mal wieder ein Jurassic Parker kommentiert Kommentare-Video mache. Und ich sage einfach mal ja und hab mich mal wieder so einen halben Vormittag vor meinen Computer gesetzt und hab die gestörtesten und süßesten YouTube-Kommentare für euch ausgewählt. Also fangen wir mal an. Okay, nein, das war meine Buchhaltung. Warrior 007, Dieter Bohlen hat schönere Filter auf seinem Gesicht. Okay, war ein Scheißwitz. Ich weiß jetzt nicht so genau, ich benutze generell gar keine Filter. Ich sehe immer so perfekt und so schön aus. Ich habe auch keine Poren. Wer sich fragen sollte, wie meine Haut atmet, ich atme schon seit 10 Jahren nicht mehr. Entertainment Powerfuchs. Jurassic Parker, als was gehst du zu Halloween? Das ist eine interessante Frage. Ich gehe als gar nichts. Ich finde Halloween ziemlich beschissen. Tut mir leid, lieber Entertainment Powerfuchs. Das hat mich noch nie begeistert, weil ich muss mich sowieso schon ständig verkleiden. Und warum soll ich mich dann verkleiden, um dann noch eine andere Verkleidung rüberzusetzen? Das finde ich irgendwie komisch. Halloween lasse ich anderen. Und ich setze mich währenddessen aufs Sofa und gucke eine Serie auf Netflix. Jagiellonia Ostwestfalen. Das ist ein neuer Stalker oder eine neue Stalkerin von mir. Der ist seit ein paar Wochen auf meinem YouTube-Kanal und kommentiert sehr, sehr viel. Und manchmal, also das ist sehr ambivalent, manchmal kommentiert die Person sehr, sehr positiv und manchmal sehr, sehr negativ. Und da weiß ich immer nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Und ich finde halt auch das Profilvorschaubild finde ich interessant. So, Schnarch-Sendung, das war eine meiner Late-Night-Livestreams, Paillette geht immer. Schnarch-Sendung, bloß nichts Kontroverses sagen, so wie die eine Frau paar Sendungen davor. Ich sag mal Folgendes, jeder hat ja bestimmte Vorlieben, was er gerne guckt und was er lustig findet. Ich verstehe immer nicht, wenn man Sachen blöde findet von mir, warum man das unbedingt runterschreiben muss. Ich meine, was bringt einem das dem, der es geschrieben hat, und mir bringt es sowieso gar nichts, weil Humor ist nun mal Geschmackssache. Lob gefällt mir natürlich dann umso besser. Nee, aber ganz ehrlich, ich bin nicht traurig oder irgendwie verärgert darüber, ich verstehe es einfach nur nicht. Wenn mir Sachen nicht gefallen, wenn da irgendwie so ein blödes Gangster-Hip-Hop-Rap-Video ist, wo sie mit einem Knarren an nackte Titten rumschrammeln, dann schreibe ich ja auch nicht runter, das finde ich doof. Außerdem bin ich gar nicht doof. Und auch nicht zum Schnarchen. Ach, jetzt gleich nochmal, Jagiellonia Ostwestfalen. Also, mit Barbie war Marcella echt die interessanteste Sendung. Mit Witz, Versautheit und die massiven Oberschenkel in dem Mini waren auch nice. Wie J-Lo. Vor allem die musikalische Leistung am Anfang ist super. Das geht an dich, Marcella Rockefeller. Geradezu besser als das Original. I like the Gothic Version. Auch die Darbietung auf dem Sessel mit gespreizten Beinen beim Singen. Echt lecker. Okay, also ich glaube, Jagiellonia aus Westfalen, das kann man, also sollte man betrunken sein irgendwann mal, kann man das überhaupt gar nicht mehr aussprechen. Ich denke mal, es ist anscheinend ein Mann und der findet Marcella Rockefeller geil. Mit gespreizten Beinen beim Singen, echt lecker. Takt. Kevin Kühnert? Fragezeichen. Wieso wird es jetzt auch hier politisch? Unfassbar. Bleibt einem das nirgendwo erspart? Das ist das Ende meines Abos. Takt. Du hast die Sendung ja dann leider nicht gesehen mit Kevin Kühnert, meiner Paillette. Das war gar nicht politisch, weil Polit-Talk ist wirklich gar nicht meine Baustelle. Und ich finde, jeder Mensch sollte ein bisschen politisch sein und sich ein bisschen halt auch mit der Weltgeschichte und der aktuellen Zeitgeschehen auseinandersetzen. Da kommst du leider auch bei einem Drag-Queen-Kanal nicht drum herum, mein Schatz. Gut, vielleicht kommst du irgendwann mal wieder zurück. Ich mache auch wieder belanglose Dinge. David Machiavelski. Jurassica, warum trägst du immer dieselbe Paillette? Tatsächlich, ich habe ganz, 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 ganz viel zum Anziehen, aber ich habe halt nichts zum Anziehen. Und ich trage halt immer meine Paillette, die mir halt am besten passt und die halt so unkompliziert ist. Ich weiß, ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, aber andererseits
Mein geistreiches Wesen ist ja auch sehr abwechslungsreich, lieber David. Oder du schickst mir mal eine neue Paillette. Ja, meine Postadresse findest du auf meiner Website jurassicapaka.com und schick mir doch mal irgendwas Schönes, was ich für dich anziehen soll. Aber bitte ohne Strapse. MIMH. Jurassica, du läufst wie ein neugeborenes Fohlen, das geht aber eleganter. Wenigstens bin ich ein neugeborenes Fohlen. Jung, zart und unschuldig. Aber ich habe hier irgendwas. Hab das Gefühl, ich habe da immer. Aber ich habe da nichts. Hallo. Du sag mal, wenn dir das gefällt, was ich hier so im Internet verzapfe, dann kannst du mir gern ein paar Euros da lassen auf PayPal. Ich würde mich freuen und send dir einen Kuss. Konstantin P. I really like manly women. Also mir wird ja oft nachgesagt, ich sei doch eine sehr herbe. Das stimmt auch. Man merkt es auch an meiner wahnsinnig fraulichen Stimme. Gut, Konstantin P., du magst also männliche Frauen. Herzlich willkommen, du kannst gerne mal zum Schminken vorbeikommen. Super Olli, ach Super Olli, Super Olli kommentiert seit Jahrzehnten meine Videos. Ui, deine Mama schaut sich den Livestream bestimmt noch nachträglich an. Wegen der ganzen Penisse und so. Das war anscheinend auch wieder eine Paillettensendung. Ich rede sehr, sehr gerne über Penisse. Weil Penisse sind mit die schönsten Körperteile, die die Welt so erschaffen hat. Und natürlich rede ich über Penisse sehr gerne. Und meine Mutter weiß das auch. Und meine Mutter ist auch schon groß. Und sie guckt sich das bestimmt nicht an. Penis, oh Gott. Jagiellonia aus Westfalen. Okay, also das ist jetzt hier, warte mal. Daumen nach unten, mal wieder, vielen Dank. Die Dame konnte nicht aus sich raus. Ah ja, das war meine Paillette mit Uta Kagel, Ex-Darstellerin, Schauspielerin bei Stunde Liebe. Eine gute Freundin von mir übrigens, also sei vorsichtig. Jagiellonia aus Westfalen. Daumen nach unten. Die Dame konnte nicht aus sich raus, weil sie zukünftige Castings nicht gefährden wollte. Ist schon mal falsch. Allein schon die Aussage, sich für Geld nackig machen wäre Kunst, Punkt, Punkt, Punkt. Als Frau kommt man eben auch ohne Arbeiten gehen durchs Leben. Wenn man einigermaßen aussieht, diese Bettlerweiber widern mich an. Ich glaube also, Jagiellonia aus Westfalen, Ostwestfalien auch, du hast gerade irgendwie so eine Hasskappe auf. Wahrscheinlich hast du eine Flasche Schnaps getrunken und jetzt wetterst du gegen sämtliche Menschen, die sich nicht wehren können, weil es nämlich nur Videos im Internet sind. Takt hat darauf geantwortet. Mal, Takt ist doch der, der mein Abo gekündigt hat. Warte mal. Ja, stimmt. Okay, da war er also noch mein Abonnent, weil ich gehe nämlich rückwärts in der Zeit. Naja. Ich denke, sie hat sicherlich einen sehr guten Überblick darüber, wie man sich verhalten soll, wenn man für bestimmte Anlässe gebucht werden möchte. Es geht eben nicht nur um Ficken, Fisten, Schwanzlänge und Durchfallstories bei einem Gast für PGI. Ach, Paillette geht immer. Ach, PGI. Das ist, jetzt gibt's schon Abkürzungen für meine Show. Toll. Ich fand Kagel sehr lustig, fröhlich und authentisch, auch ohne Perücke, Glimmer und Extrem-Make-up. Jurassica wird mit ihren Storys sicher keine Sendung in ARD oder ZDF bekommen. Warum denn nicht? Zum Glück, denn das wäre das Ende ihrer künstlerischen Freiheit. Daumen hoch und Double-Like für die Sendung. Lieber Takt, das war eine unpolitische Sendung, merke ich. Dir hat's gefallen. Maximum Hamster schreibt daraufhin, geh doch einfach mal kacken, vielleicht hilft dir das. Gut, also ich merke schon wieder, das Niveau sinkt stark in den Kommentaren. Penis, Penis. Der Florian. Lässt sich Frau Parker auch mumifizieren? Lieber Florian, ich bin schon sehr, sehr lange mumifiziert. Das ist auch das Geheimnis meiner ewigen Jugend. Ganz kurz noch, ich gehöre nicht zu der Weltelite, die Kinder schlachtet und das Blut trinkt, um jung zu bleiben. Ich esse nur Kindergesichter. Bernadette Einzle. Ich finde dich super, vielen Dank. Ich bin durch einen schlimmen Vorfall nicht mehr mobil und krank geworden. Deine Show reißt mich immer aus meinem Alltag, der ziemlich grau ist. Danke dafür. Liebe Bernadette, solche Nachrichten liebe ich über alles, weil deshalb mache ich ja den ganzen Kram. Einfach um Leuten Lächeln ins Gesicht zu zaubern und vielleicht mal 10 Minuten eine gute Zeit zu haben. Und gerade tut mir sehr leid, dass du krank geworden bist. Ich wünsche dir alles Gute und bleib mir treu, Bernadette. Ramona Kloseirotl-Kik. Dumm wie sonst was. Kloseirotl-Kik.
Jürgen Hübner. Leopold ist wahnsinnig sympathisch, Gast in meiner Paillette gewesen. Endlich mal eine tolle Persönlichkeit bei Satans Schwester zu Gast. Penis, 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 Penis. Nukleopatra Artpolkun. Sag mal, was haben die denn alle für Namen? Ihr seid zwei richtig Sahneschnitten. Lasst euch nicht unterkriegen und bleibt gesund. Übrigens, JP, bist du schwanger geworden durch Corona? Spaß. Bist das hübsch? Na gut, die Rechtschreibung kommentiere ich nicht. Und ich bin nicht schwanger. Ich verstehe immer gar nicht, sehe ich so fett aus? Penis. Ich meine, ich bin 40-jähriger weißer Cis-Mann. Ja? Ich finde meine Figur noch relativ apart, muss ich sagen. Natürlich ein kleines Bäuchlein ist da, ein kleines Wohlstandsbäuchlein. Was hab ich denn hier? Kennt ihr das? Er hat das Gefühl, als ob da immer so ein Fussel an der Lippe ist. Ach Gott, Jagiellonia Ostwestfalen, was hat sie denn jetzt schon wieder? Da ich nicht aus dem Homo-Milieu komme, fände ich es natürlich interessanter, wenn mehr neutrale Gäste wie Michaela Schäfer zu Gast werden. Natürlich, Brüste. Und mehr On-Tour-Vlogs mit deiner Tochter, ihr, würde ich sogar zu einem eigenen YouTube-Channel raten. Antwort von Moritz Andresen. Aha, ein Nicht-Homosexueller ist dir also lieber? Komische Ansichten. Frau Weinhaus hat schon lange einen eigenen Channel. Nicht schwer zu finden übrigens. Nichts für ungut. Jona Ostwestfalen. Ich wähle meine Gäste und Gästinnen nicht nach der sexuellen Orientierung aus, sondern nach dem Unterhaltungswert. Ja, und Michaela Schäfer ist eine wunderbar unterhaltsame Person, aber genauso ist halt auch ein schwuler Ralf König genauso unterhaltsam und mich interessiert eigentlich relativ wenig, wen die im Bett bumsen. Valentina Valentino. I3, I4. Sharing is caring.